Hallo und willkommen zu meinem Video über das Verbot binärer Optionen und der Einschränkung des CFD-Handels in Europa. In meinem letzten Video war noch nicht ganz klar, zu welchem Zeitpunkt das Verbot in Kraft tritt. Das ist jetzt entschieden. Das Verbot für binäre Optionen tritt in Europa am 2. Juli in Kraft. Gilt erstmal für 3 Monate. Danach wird es, denke ich, verlängert. Allerdings steht dann nochmal eine Entscheidung an. Etwa einen Monat später, am 1. August, tritt auch die Einschränkung für CFD in Kraft. Da sieht man hier für Währungspaare für die großen 30 zu 1 Hebel, bei Kryptowährungen nur 2 zu 1, Aktien und ähnlichem 5 zu 1, Rohstoffe 10 zu 1 und unbekanntere Währungen 20 zu 1. Die treten also in Kraft, gelten allerdings für die Broker in Europa, also alle, die europäisch reguliert sind. Die müssen sich daran halten. Die dürfen unprofessionellen Tradern keine binären Optionen mehr anbieten. Professionellen Tradern schon, allerdings ist dafür die Anforderung sehr hoch. Ich bin hier auf IQ Option auf dem Blog. Da findet man auch unten den in der Beschreibung den Link. Hier kann man sich als Pro bewerben, allerdings wird das wohl für die allerwenigsten möglich sein. Um sich als Pro zu bewerben, braucht man unter anderem Handelserfahrung, das geht noch. Vor allem aber 500.000 US-Dollar als Investition irgendwo liegen. Das ist also für die allermeisten wohl eher nicht möglich, für mich zum Beispiel nicht. Weiter möglich ist, eben keine binären Optionen zu handeln bei IQ Options, sondern Forex, CFDs und Kryptowährungen, eben mit den Einschränkungen. Ansonsten, wer weiter binäre Optionen handeln will, dem bleibt nur der Wechsel zu einem anderen Broker. Da finde ich persönlich Finmax eigentlich am interessantesten. Zum einen bietet Finmax CFDs und binäre Optionen und werden binäre Optionen auch weiterhin bieten. Wir haben heute leider Samstag, deswegen kann ich jetzt nicht traden, das kann ich jetzt nicht zeigen. Insgesamt finde ich die Oberfläche aber recht schön bei Finmax. Finmax ist russisch reguliert, also nicht in der EU. Außerdem findet man hier zum Beispiel unter Trading Tools, unter erweiterte Grafik. Das ist jetzt natürlich hier nicht sinnvoll, fällt mir gerade so auf. Ach doch, geht. Hier haben wir die verbesserten Charts. Hier kann man zum Beispiel hier die Chartart wählen, sogar Point Figure sehe ich gerade. Das ist eine interessante Sache, für CFD-Handel allerdings eher. Dann haben wir hier Indikatoren, eine ganze Menge. Und wir können hier neben auch zeichnen, Fibonacci und alles mögliche. Wenn man gedrückt hält, kann man sich hier noch mehr aussuchen. Hier haben wir Fibonacci Tracement. Das gehört zu meinen Lieblingstools eigentlich, kann man sagen. Ist auch schön grafisch dargestellt. Also insgesamt finde ich die Charts bei Finmax wirklich sehr schön. Und auch ansonsten gefällt mir Finmax ganz gut. Man kann hier, wie gesagt, Optionen, CFD handeln. Bisschen anders ist, dass man hier sein Konto getrennt ausfüllen muss. CFD habe ich hier jetzt noch nicht gehandelt. Nur binäre Optionen. Auch interessant ist hier, dass man hier mit Kryptowährung einzahlen kann. Mal nochmal kurz hier. Also wie man sieht, kann man mit Kryptowährung einzahlen und mit verschiedenen Diensten. Da Finmax in Russland sitzt, sind Kryptowährungen auch gebührentechnisch gar nicht schlecht. Beim Bonus, den Finmax bietet, sollte man natürlich sich die Bonusbedingungen durchlesen, das ist immer wichtig. Und sich überlegen, ob man den nehmen will oder ansonsten mit dem Kontakt, mit dem Support sprechen und eine Einzahlung ohne Bonus anfragen. So, in meinem nächsten Video werde ich Ihnen Strategien nochmal zeigen dazu und Finmax auch generell nochmal ein bisschen mehr vorstellen und live zeigen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu meinem nächsten Video.